Hallo meine Pokéfreunde, Pokédenten, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben im Lavandierturm und es geht sofort los mit den Kämpfen. Ich verfluche dich. Boah, da krieg ich ja richtig Gänsehaut, ey. Ja, es kam schon ein bisschen länger keine Folge mehr. Tut mir leid, ich hatte ein bisschen zu tun und so. Aber ja, jetzt kommen wieder Folgen und yay. Nebulak. Okay, ich habe vergessen, dass Nebulak in dem Spiel so scheiße aussieht. Oh, so ein Sonderfort, ne? Ist das so klug? Nee, ist es nicht, glaube ich. Oder Geowurf vielleicht. Geowurf wäre eventuell schlauer, aber sonst. Wüsste ich jetzt nicht. Ich habe mich richtig gefreut, dieses wieder das Spiel spielen zu können, weil es macht einfach richtig Spaß. Und ich freue mich auch voll, wenn wir die zweite Gen auch spielen können, wenn wir das Video durch haben. Aber dazu erst näher. Im nächsten Let's Play und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, tolle. Das war gerade richtig weird, ich weiß. Ja, komm, mach doch! Dankeschön. Ich habe schon was wilder, denn. Das kämpft ja nicht. Aber ja, hat sie noch ein Pokémon? Sie hat noch ein Pokémon, ne? Oh, 31, nice. Hat sie einen Attacke? Ne, okay. Nebulak nochmal. Ja, die haben eh alle nur Nebulaks, also von daher, ja. Ich glaube, wir sind auch schon ungefähr die Hälfte des Spiels oder weiter. Ungefähr so halt. Aber ja, darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern über das Spiel. Und ach komm, als ob du jetzt die ganze Zeit verwirrt bist. Ich bin verwirrt, ich schlag mich selbst. Das wird es bestimmt regeln. Schlau. Komm, Dankeschön. Dankeschön, endlich down, okay. Exorcisten. Was ist passiert? Wurden die alle überhaupt hypnotisiert? Oder wieso sagen die, was ist passiert? Ein Elixier gefunden, okay. Gegen die müssen wir noch kämpfen. Ist hier oben sonst noch was? Weil ich sprich dir einfach mal an. Buh, lass mich in Ruhe. Okay. Ich hoffe, das Bild ist richtig, weil bei mir ist es gerade langgezogen und ich werde das dann im Video aber dann klein ziehen, damit es mit dem Layout passt. Außerdem mag ich das Layout nicht mehr so wirklich, weil das ist nicht originale Gameboy-Größe. Das habe ich gar nicht bedacht und auch gar nicht gemerkt. Das wird auf jeden Fall, also nicht dieses Let's Play wird nicht mehr gebessert. Ich lasse es dann einfach so. Aber ja, ich sollte mal eben das Pokémon wechseln, wäre ganz schlau. Das Kröte, komm. Das Kröte kann ja mal was machen. Skröte kann schon mal hier abknabbern am besten. Ja, die können ja eigentlich alle nichts. Die sind auch eigentlich viel zu stark, glaube ich. Außer, dass sie jetzt hier sowas wie Verwirrung und so machen können. Aber ansonsten sind sie ja eigentlich viel zu schwach und wir sind viel zu stark, weil ich glaube, das Training im in der Dings Arena, wo wir den Nockschein bekommen haben, das war, glaube ich, ein bisschen zu früh. Kommst du nach, Mike? Nö, nee, doch nicht. Oh, ein Nebulak. Wollen wir es fangen? Warum nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich wechsle mal ganz kurz zur Seite. Wenn man die Sif-Kopf nicht hat und man ist hier, dann sieht man da nur einen Geist. Und wenn man dann Pokédex einfach irgendeinen Eintritt geht, dann kann man sehen, welches Pokémon das war. Aber es bringt ja da trotzdem nichts, weil du brauchst immer noch die Sif-Kopf. Ich will mal versuchen. Pokéball. Oh, wir haben nur einen? Wait. Superbälle. Haben wir 60. Okay, komm, machen wir einen Superball. Ich meine, warum nicht? Können wir mal fangen, ne? Jo, warum nicht? Für Nebula ein neuer Eintrag. Okay, können wir mal vorlesen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Tut mir leid. Nebulak, ich kann nicht reden. Gas. Dieses nahezu unsichtbare Pokémon hüllt den Gegner unbemerkt ein und versetzt ihn in Tiefschlaf. Boah, krasser Boy. Ah, ich dachte, die wären Trainer, okay. Also so eine Exorcistin. Hä? Ja, okay. Ja, wegdrücken brauchen wir nicht. Ich will nicht. Oh fuck, ich muss unbedingt heilen, warte. Wartet mal. So, geht's weiter.
Ein Geist, nein! Ah! Okay. Also, ich bin kein Geist, falls du mich meinst. Nebulak, aber ich hatte jetzt einen Apollo oder so. Wäre ganz cool. Ich glaube, irgendeiner hat sogar einen Apollo. Und in den oberen Etagen gibt es sogar Apollo. Oder sogar hier gibt es schon mal Apollo zu fangen. Ich weiß nicht, aber der kommt eher selten, aber nicht so selten. Falls man versteht, wie ich das meine. Geh hoch am besten. Ich habe echt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, ich hatte ein Thema oder so, aber... ja, komme ich gerade nicht drauf, also... aber... irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Nebulak hier... jedes Nebulak hat irgendwie die gleichen Attacken, also... das ist irgendwie komisch. Ehrlich. Aber irgendwie ist, kann es sein, dass wenn wir die Nebulak sehen, dass sie irgendwie befreit werden, die Exorzisten? Wenn die dann befreit oder so. Ach man, ich hab keinen Bock! Geh weg! Niemand mag dich. Tschüss. Ich hab keinen Bock zu leveln. Das kann ich auch bei den Trainern machen. Was haben wir hier? Aufwecker. Okay, warum nicht? Und da unten haben wir noch was. Wenn ich nerven würde. Was ist aber? Du, man nervt nicht. Ich geh, du nervst nur. Tschüss. Dein Ernst? Ey, das ist doch hier mit Trug. Ich finde, die meisten sind schon abgeschaltet, einfach weil ich zu langweilig bin oder so ein Scheiß. Ja, tut mir leid, ich versuche mein Bestes. Was haben wir hier? Ein KP Plus hat. Haben wir nicht einen Schutz? Ich will jetzt gucken, ob wir Schutz haben. Sieht nicht so aus, nee. Flick. Warte, gegen die haben wir schon gekämpft. Wo geht's denn da weiter? Ach da! Hab ich gesehen. Okay, ich dachte schon Pokémon. Okay. Ist hier dieses eine Feld? Ja, hier sind wir. Hier ist das Feld, das Heilungsfeld. Die Heilzone. Die sehen wir gleich. Das ist cool. Oder nicht cool, wie auch immer. Ich versuche heute den Lavagna-Turm durchzumachen. Es gibt auch so eine kleine Story gleich. Muss ich das sagen. So einen kleinen Glitch. Den mache ich aber nicht, aber ich wollte ihn euch erzählen, weil sonst könnte ich das Spiel kaputt machen. Oder hab ich keinen Bock zu. Ja, verpiss dich. So, danke. Hä? Also entweder das bin ich oder irgendwie... ich drück die Taste, bewegt sich nicht und es war ein Pokémon. Also ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas kann ja nicht stimmen. Hallo, wir kämpfen. Es gibt kein... jetzt kommen. Doch, aber falsch nicht. Wir sind einfach schlecht. Ein Nebulak. Hey, wer hätte es gedacht? Ein Nebulak. Kann das sein? Ein echtes Nebulak? Okay, nein, es ist... nein. wer hat die Einspielung erkannt? Schlecker, ey. Ich bin nicht so lecker, Schlecker. Gab es nicht sogar mal einen Laden, der hieß Schlecker? Aber den gibt es auf jeden Fall nicht mehr, aber... ich glaube, ich kann mich nur so erinnern. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt drauf komme, aber ja. Was muss ich ja erzählen? Welch ein Albtraum. Tut mir leid, da war gerade ein kleiner Cut. Wir haben hier noch zwei oder so. Komm, lass uns kämpfen. Ich habe keinen Bock auf Trainer. Also nicht auf wilde Pokémon kämpfen, so meine ich das. Gib mir deine Seele. Doch, warum soll ich dir meine Seele geben? Ey, die brauche ich selber. Das ist voll gemein. Oh, ein Apollo! Da sehen wir das erste Mal. Das sieht richtig irgendwie anders, aber cool aus, muss ich sagen. Ja, ja, so kann man es gut festhalten, finde ich. Versuche mal ein bisschen leiser und dafür näher an mein Mikrofon zu gehen. Also leiser zu reden und näher am Mikrofon. Ich meine, warum nicht? Muss ich so rumschreien, meine Stimme schon. Checke, aber. Ja, ja, genau. Okay, tut mir leid, ich bin gerade irgendwo. Ich frag nicht. Ich wette, es gibt eh nur, wenn überhaupt, eine Person oder so, die das ganze Display ganz durchguckt. Ich hab trotzdem Spaß dran, okay? Das hat mich ja trotzdem Leute, hey, warum machst du jetzt doch eigentlich Let's Plays? Wenn du doch einfach nur die Themenvideos alles machen kannst, weil die sind doch eh viel besser geschnitten und viel besser eigentlich allgemein.
Ja, da habe ich keinen Spaß haben oder so. Ich mag Let's Plays und ich gucke auch manchmal gerne welche. Komm auch an was. Und ja. Kraulis verkämpfen. Komm her, mein Junge. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Okay. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Mikes Pokémon wurden geheilt. Oh, krass, geil. Die Sache ist, es gibt hier eine Geschichte, und zwar, wenn man hier ohne Pokémon durchkommt, mit so Glitches halt, oder halt nicht Glitches, sondern Hacks, dann kommt hier irgendwie die Nachricht von Schwester Joy, also die Pokémon Center, und viele sagen halt, die ist hier irgendwie gestorben oder so. Das ist so eine Theorie, keine Ahnung. But it's just a theory, a game theory. Zombies! Wie kommst du denn jetzt auf Zombies, ey? Wie kommst du denn, okay. Ein Nebulock, yay. Haben wir noch nicht genug gesehen, ne? Ich merke das jetzt 101, ja, aber die anderen brauchen wir eigentlich noch, oder? Aber wer braucht denn noch, auf jeden Fall? Kikli ist ja nicht im Team, nur wir haben die vier nur im Team, ne? Ich brauche mehr Teammitglieder. Kommt das ins nächste? Demnächst, ne? Vielleicht irgendwann in den nächsten Folgen oder so. Vielleicht in 10 Folgen oder so. Ja, weitergehend. Gitsch. Die Ober vom besten. Ich werde mal gucken, ob ich fürs nächste Mal ein Thema auspacken kann. Ich werde eh direkt danach aufnehmen. Nochmal. Naja, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Thema oder so auspacken kann. Wie ist die Nintendo Switch? Nein, okay. Welche Smash-Charaktere will. Nein, okay. So ist schon nicht, weil das ist overused. Obwohl, als ein Video sagen, so, währenddessen. Nee, nee. Gut, ich glaube, wir sind aber auch schon bald wirklich durch hier mit dem. Was? Ja, mit dem. Das war komisch irgendwie eingebettet. Aber ja, mit dem Turm halt. Ich kann auch nicht mehr los, das fragt nicht. Die ist die letzte, glaube ich. Hier, diese Etage. Also, hallo. Komm, Alpollo, bitte. Bitte. Ja, hey, cool. Was ist das für ein Geräusch, was der da macht? Das ist doch richtig, richtig, richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Volltreffer als. Hä, hey, wow, Volltreffer. Macht nur 4 Schaden oder so. Das hat sie ja gebracht. Also ich entschuldige mich, falls hier irgendwas in der Folge falsch liegen soll, vielleicht Audio oder das Bild allgemein. Ich habe halt neu eingestellt alles, deshalb kann das schon gut sein. Level 32, yay! Aber immerhin kann ich spielen, weil viele Spiele kann ich momentan nicht spielen, weil irgendwas mit meinem PC momentan kaputt ist. Und dann stört einfach ab, einfach Black Screen und dann boom, war's das. Oh, es gibt noch eine Etage, wie lange geht das denn hier? Das ist richtig lang irgendwie, der Turm. Also nicht, dass es mich jetzt wundert, aber ich dachte, das wäre irgendwie die vorletzte Detail oder so. Vielleicht ist es das auch. Ich habe keine Ahnung. Lass mal gucken. Okay, okay. Ja, ich dachte mir schon. Ich brauche Blut. Boah, ey. Das ist ein Kinderspiel. Zombies, ich brauche Blut. Mir gehört deine Seele. Nee, nee. Eigentlich passt das ja schon, oder? Ich verstehe allgemein diese Ratings nicht. Wo ich sage, okay, sagen wir jetzt mal, Smash Bros. Ist jetzt 12. Einfach, weil die dich brutal schlagen. Aber die anderen Smash Bros. Leute, ach, pff, die können wir gerne ab 6 lassen oder sowas. Ja, also, ich verstehe echt nicht, wie das Rating ist. Ich meine, Blut ist klar, Blut, dann ist es nicht höher. Das ist auf jeden Fall höher als ab 12 oder so. Aber so andere Spiele, da verstehe ich einfach null. Wieso ist es denn jetzt in dem Alter? Zum Beispiel Zelda Breath of the Wild kann ich auch nicht so wirklich ganz nachvollziehen. Weil, wie soll ich sagen? Das ist ab 12. Aber es ist auch irgendwie Smash, also so ein bisschen mit Kämpfen. Ja, wow. Welches Spiel hat man heutzutage nicht mit Kämpfen zu tun, oder? Außer die wenigen, die das nicht tun, was jetzt nicht irgendwie schlecht anhören sollte oder so.
Ich meine halt nur, dass heute sagen, viele Spiele halt mit Gewalt und so zu tun haben. Du kannst nicht sagen, ja, die alle Spiele sind jetzt ab 12. Das juckt die Kinder eh nicht, die kaufen es trotzdem. Selbst wenn es ab 18 ist oder so, die darüber reden die Eltern irgendwie mit irgendwelchen Videos auf YouTube, die sagen, ja, das Spiel ist doch eigentlich voll cool, könnt ihr die Eltern noch spielen lassen, so. Die Kinder auch spielen lassen, so, meine ich. Ja. Ich war auch letztens, was nicht letztens, aber ich war mal im Laden, wollten mir halt Overwatch holen. Ich war halt, ich bin halt 14. Jetzt immer noch, ja. Wow, ist halt immer noch, als ich 14 war. Also jetzt. Und sie meinte halt, ja, ne, guck doch da! Bist du 16? Ich so, nein, ich bin 14. Und ich so, ja, du darfst das Spiel nicht kaufen, so. Ich denke mir, ach komm, das ist dieser fucking eine Unterschied. Aber. Ich dachte halt. Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie das erklären, aber ich glaube, ich bin zu blöd, um das zu machen. Aber Mann, das Kind doch endlich! Das geht ja endlich weiter! Mann! Ich habe irgendwo in manchen Sätzen oder in manchen Themen einfach aufgehört zu reden. Und das nervt euch jetzt vielleicht. Okay, wahrscheinlich nicht, aber. Ja! Komm, scheiß Nachtnebel, es juckt niemanden. Komm, lass mich hier Blubstrahl machen und dann geht er down, da geht er down. Dankeschön. Wie viele Pokémon haben die noch? Zwei, oder? Oder? Ja. Nebulag und dann wahrscheinlich noch ein Alpollo, denke ich mal. Ich werde jetzt Grota alles machen, weil ich jetzt keinen Bock habe. Ich würde gerne vorspulen, aber dann wäre die Aufnahme im Arsch, weil das. Weiß auch nicht, vielleicht nicht gesungen für meinen PC. Aber ich kann froh sein, dass ich wenigstens einen habe. Mit dem aufnehmen kann und alles. Ich habe übrigens einen Zweitkanal, da mache ich auch mehr oder weniger aktiv Videos. Der heißt Pokefreak Mike, der ist auch nicht in die unter diesem Video verlinkt, aber auf meinem Kanal verlinkt. Vielleicht lege ich ihn sogar unter meinem Video. Soll ich? Ja, why not? Mach ich mal. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, ob ich es vergesse oder ob ich zu voll bin. Endlich! Yay! Wir können weitergehen! Obwohl die Folge, glaube ich, schon gleich zu Ende ist, aber yay! Wo bin ich? Du bist ein Turm, ey. Oh, oh, das ist doch toll. Das brauchen wir denn mal nicht. Ich würde sagen, den Pokéball, den wir hier oben haben, den braucht nämlich niemals. Das ist ein fucking Pokéball. Nö, da kann jetzt gehen. Jo. Und jetzt ist es Wetten irgendwie so irgendwas, was wir nicht brauchen. Was habe ich gesagt? So ein scheiß X-Treffer, Alter. Wer benutzt eigentlich diese X-Items? Die benutzt irgendwie niemand. Also ich kenne niemanden, der die benutzt. Buh. Ja, die boot mich schon aus, weil das. Ich hab da ein bisschen Pokémon. Okay, der Pokémon ist nicht selten, aber ich benutze es einfach nicht. Ich könnte es verkaufen gehen oder so. Wow. Ach, fuck. Ich hätte Paralysierung heilen können. Als ob ich jetzt runtergehe, um zum Feld zu gehen. Nee, dann nehme ich mal meine eigenen Items, weil ich sehe eh nur fünfmal so ein Nebulak. Das verschwendet nur Zeit in der Aufnahme. Komm, besieg ihn jetzt bitte. Bitte. Bitte? Bitte? Mega Set? Dein Ernst? Did that just really happen? Warte, haben wir Beleber, please! Okay, ich muss gleich nochmal runtergehen. Tut mir leid, Leute, dann gehe ich hier gleich nach, mache ich mir gleich einen Cut und dann muss ich nochmal hier die Traben runter. Yay. Sowas ist doch geil, finde ich nicht. Komm, besieg doch auch, mach! Wo war jetzt die Schwierigkeit? Genau, nirgendwo. Buh, ja, boom ihn nicht aus. So, da bin ich wieder. Hab eben die Pokémon geheilt und ja, bis jetzt weiter. Folge sehe ich gleich zu Ende und wir werden den Turm, glaube ich, nicht schaffen. Außer, das ist die letzte Etage, dann könnte ich vielleicht die Folge ein bisschen überziehen. Buh. Ansonsten werden wir in der nächsten Folge erst das Ende sehen, aber ist doch gar nicht so schlimm, oder? Okay, sorry. Machen wir einfach die ganze Zeit Geo, warum nicht?
Haben wir sonst nichts Späßeres zu tun, ne? Jo. Okay. Übrigens, falls ihr euch wundert, ich nehme jetzt auch mit OBS auf. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, bestimmt habe ich schon mal gesagt. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Und, die Sache ist, okay, nee, das ist tatsächlich ein anderes Video. Aber, ja, irgendwas hat mich verlassen. Oh, okay, ja, vielleicht der Geist, der dich besetzt hat. Oh, ich musste aber durch. Das ist mir das gleiche Problem, ey, hilf mir. Komm, Müll. Bisschen Enttäuschung, verpiss dich. Ich will dich nicht mehr sehen, tut mir leid für den Ausdruck. Sonderbonbon. Okay, das hat sich sogar gelohnt. Wollen wir es mal geben? Nicht jetzt. Machen wir auch mal ein andermal. Ich glaube, wir sind sogar in der letzten Etage. Und dann überziehen wir mal die Folge. Dankeschön. Ja. Das regt mich am meisten auf bei so. Ich weiß nicht, ob das nur ein Erstberufsspiel ist oder später auch, aber auf jeden Fall nervt das halt. Du gehst zwei Schritte und dann BOOM! Neues Pokémon. Das nervt. Vor allem, wenn du keinen Bock hast zu kämpfen. Ja, wir sind hier am Ende. Okay. Ich werde jetzt nicht aufhören. Doch, muss ich eigentlich, ne? Soll ich jetzt einen Cliffhanger machen? Nee. Verschwindet, Eindringlinge. So, und hier sehen wir jetzt den Geist. Geist taucht auf. Das Silphscope hat den Geist identifiziert. Und wisst ihr noch, dass Tragosso, was keine Eltern mehr hatte, das ist Knorga, die Mutter, glaube ich. Und wir kämpfen jetzt gegen die Mutter. Gegen den Geist von der Mutter. Und hier gibt es einen Glitch. Und zwar, wenn man die Silphscope nicht hat, und man hat es geschafft, bis hier oben hinzukommen und gegen den kämpfen und sagt, hau ab, verschwinde von hier, irgendwie sowas. Einfach die Pipi-Puppe benutzen, weil mit Pipi-Puppe kann man ja den Kampf entfliehen und dann glitscht das Spiel halt so rum. Und ja, das ist halt so ein richtig schlechter Bug, den hätte Nintendo eigentlich locker wegmachen können, aber ja. Das Dumme, ich mit dem kämpfen würde, also Satze, lass mal kämpfen hier. Ich hab einfach jetzt keinen Bock, so Cliffhanger zu machen. Ich meine, die Folge, die können wir noch ein bisschen was vollfüllen, nur. Die ist auch, ja, egal. Ich habe zu viel wieder mal. Kranke Dieb, tschaum! Und das war's. Wir können uns übrigens nicht fangen, glaube ich. Müsste ich jetzt nicht. Ich hab's nicht ausprobiert, aber ich glaub's nicht. Level 32 Satze. Yay, verdient. Der Geist war die ratlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ja, ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Yay, und jetzt sind wir ganz oben. Oberste Etage. Und geil. Es gibt auch Theorien, dass es hier in Feuer. Ja, genau, Feuergrün, genau. In Blattgrün kann man hier irgendwie mit dem Grabschild reden und dann kommt der Buried Alive oder sowas. Es ist voller Schwachsinn, ist auf gar keinen Fall real. Nein, ist es nicht. Ist alles nur Fake. Auch wenn es ein guter Fake ist, um ehrlich zu sein, aber nee, ist es nicht. Was willst du? Warum bist du hier? So, jetzt kämpfen wir erstmal gegen 3, 4 Rocketrüpel und dann war es das schon. Ach gut, wir haben viele Pokémon. Aber die schaffen wir noch in der Folge, möchte ich gerne machen. Schlitzer und dann war es das mit dir. Vortreffer sogar. Oder vielleicht nur wegen Vortreffer. Egal, wir haben ihn gelaut. Noch ein Zubat. Ja, machen wir das gleiche nochmal. Ja, die Rocket ist einfach eine Null. Ich weiß sogar nicht genau, wer schlimmer ist. Wie die Rocket oder. Sogar nochmal ein Vortreffer, geil. Oder. Die Zisten oder wie die hießen da. Kann man das nicht merken. Oh, Goldball, Alter. Ich weiß nicht, ob ich schon mal den Sprite gesehen habe, aber ich glaube. Wir können uns alle einig sein, dass Goldball in dem Sprite drunk aussieht. Oder so ein richtiger Pedo. Komm doch mit. Also so ein Goldball würde ich nicht gerne begegnen, ehrlich gesagt. Dass ein Team Rocket Mitglied das hat, das ist eigentlich normal. Yay, noch ein Volltreffer, was ist denn los? Also ich schwärme mich nicht, ne? Schwärmen kann ein bisschen normaler eher weniger bei sowas. Ich gebe auf, ja, hoffe ich mal. Das werde ich dir nie verzeihen. Oh, geh weinen. Der geht jetzt weg und schluchzt und weint.
So, gehen dann zwei noch und dann haben wir Mr. Fuji, glaube ich, gerettet. Genau, so war das. Der hat nämlich auf das Torgoso aufgepasst. Das war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Deine Meinung ist nicht wichtig, weil das stimmt einfach, weil ihr quält Pokémon, das ist die Mocket. Ich meine, wenn du es nicht wusstest, dann würde ich lieber die Mocket lieben, ne? Oh ja, ich weiß nicht. Wollen wir lassen? Lassen wir mal. Übrigens kann man das Spiel auch, ich weiß nicht, wie ich es gesagt habe, aber trotzdem. Man kann das Spiel auch mit einem einzigen Pokémon durchspielen. Zumindest mit. Also, ich habe das Spiel auf jeden Fall schon mal geschafft, mit einem Turtok durchzuspielen. Ob das mit Glumanda ist, ist bezweiflich, hehe. Oder mit, Bisasan, das weiß ich auch nicht. Kann sein, dass das möglich ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe ich es geschafft mit Turtok. Und eventuell auch ein paar anderen es durchzuspielen. Aber ich habe auch einfach einen Turtok auf Level 60 oder so gehabt. War in der Liga und habe die einfach easy gerockt. Bitte lass mich in Ruhe. Du wolltest doch. Pokémon sind nur zum Geld verdienen zu gut. Ich hasse Pokémon. Halte dich heraus aus unseren Angelegenheiten. Ich gehe zu Mama. Das ist mein Geschäft. Oh. So, ich zerstöre jetzt noch den letzten. Da oben. Ich meine, da oben links. Da soll nämlich ein Remake, ein Grab sein. Und da kann man halt sprechen und dann irgendwie so. Buried Alive. Es ist halt so ein lebendiges Programm auf Deutsch. Das ist eh nur Schwachsinn. Die Folge ist wirklich lang. Du wirst niemanden retten! Keiner! Kleiner! Keiner! Kleiner! Ja! Ja, ich mache die Folge dafür länger. Die nächste Folge wird dann dafür ein bisschen kürzer. Ja, das wäre fair, oder? Das wäre fair. Und für Leute, die das bisher geguckt haben, die sind cool. Die können da schreiben. Lol. Das wäre cool. Ich dachte jetzt, der Kampf wird lang, weil er viel Pokémon hat, aber. Sowas mache ich aber Schlitzer und dann Instant Dead. Gar nix. Weiß nicht, wieso er Volltreffer versteht. Weiß nicht, ob das jetzt nur random ist oder nicht. Oh, Radikal. Radikal wird wahrscheinlich zwei Hits tanken. Nee? Oh, wegen Volltreffer vielleicht. Hey, ich habe keine Ahnung, wieso ich so ganze Zeit so Volltreffer bekomme. Das ist komisch. Wahrscheinlich komisch. Ja, easy. Kann man nur eine Minute oder so gedauert. Also, der kann nix. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an. Das mache ich bereits. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Wieso gestraft? Ich hatte ihn gemacht. Und da haben wir Mr. Fuji. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. What? Ich kam her, um die Seele von Dragossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon Clubhaus am Fuße dieses Turms. Oh, ich wurde einfach geportet. Bist du es? Wo ist er denn? Ah, da. Mike, du kannst deine Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dieses wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Du hast keinen Platz für weitere Items zu lappen. Geh erstmal Items holen. Platz holen. Ja, genau. Ja, das ist geil. Okay, ich habe jetzt das Silphscope abgelegt, weil das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. So, Mai, du kannst nicht vervollständigen. Gib mir einfach das Item. Bitte. Eine Pokéflöte! Ja, ich weiß auch schon, wo wir weiter können. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Aber ich habe mich getäuscht übrigens. Wir kriegen das nächste Teammitglied auf jeden Fall demnächst schon. Es geht auf jeden Fall weiter, wenn wir hier unten weitergehen. Ja, auf dieser Route. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Könnt gerne mich abonnieren und die Glocke anschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Oben könnt ihr auf meinen Kanal kommen, da könnt ihr gerne abonnieren. Links, rechts gibt es Videos und Playlisten. Haut rein und ciao!